Tja, wenn es jetzt hier noch witzige Minispiele gibt. Dann gucken wir uns nochmal die Zusatzinhalte an. Das sollte ja das DLC sein, oder? Verbotenes Filmmaterial spielen. Ah. Als Beweismittel auf der Baker-Farm sichergestellt, wurden diese Videokassetten nie zuvor veröffentlicht. Bis heute, sie enthüllen einige der Tragödien, die die Gefangenen der Bakers erleiden mussten. Ach Mensch, na, wenn das noch nicht auf YouTube gleich geblacklistet wird. Gucken wir uns doch erstmal das Filmmaterial an. Huhuhu, ich mach mal die Webcam aus. The pretties my little girl has given me. So. Gucken wir uns noch mal alles an. Ach so. Einem Raum nur durch Einsatz ihres Verstandes entkommen. Albtraum mit Schusswaffen, Fallen und Fähigkeiten bis zum Morgen überleben. Ein sadistisches Kartenspiel spielen. Den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Haha. Ja, na gut, dann machen wir das doch mal hier, ne? Zu Beginn erstmal die tragische Geschichte der Bakers. Ja, da bin ich aber echt mal gespannt, du. Ah, dieser, wenn ich wieder Escape Room höre, ne? Oh, ich weiß noch, wie lange wir gebraucht haben, das scheiß Rätsel zu lösen, wie man aus dem einen Raum rauskommen musste. Mit der Geburtstagstorte. Den Schaden vom Sturm? Ich dachte, man kann sich einfach Sagen nur Sie Videos nichts drüber. angucken. Aber gut zu sehen, dass die Familie auch immer noch mal normal gelebt hat. UN-Sicherheitsrat verabschiedet den Antrag, weiterhin Helfern Edonia zu stationieren. Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölkiste oder sowas gegeben. Lass mich sie angucken. Geben wir dem armen Mädchen Tötet sie doch. Tötet sie. Lucas auf das Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. 26.10. Hochzeitstag. Eine echte Suppe, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Ja, es ist die Vorgeschichte. Die Einkaufsliste kennen wir ja schon. Saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Waschküche ist hier hinten, weiß ich, weil ich durch den Dingens gekrabbelt bin. Durch den Fußboden. Dachte ich zumindest. Hä, wo sollen die saubere Klamotten sein? Ach, hier? Komme ich natürlich nicht ran. Soll ich jetzt da runtersteigen? Wollt ihr mich veräppeln? Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ich komme hier nicht durch, ne? Nett. Wir wissen alle, was in dem Suppentopf war, nachdem hier Evelyn die Kontrolle übernommen hat. Oh, Dietrich.
Sollte das schon ausreichen? Da könnte man sich schlimm dran schneiden. Nimm noch die Flasche. Warum kann ich sie nicht nehmen? Das sind keine sauberen Klamotten. Hier liegen zwar ein paar Handtücher, aber... Nein, ich wollte nicht raus. Oh, das kennen wir doch alles hier. Muss sein. Aber immerhin ist Evelyn noch nicht so am Start. Ich schreibe mal 26.10. noch Spaß in Chat. Ja, wahrscheinlich brauche ich das Datum noch irgendwie. Ist das der einzige Weg in die Waschküche oder was? Ja, wir gehen immer durch den Keller, der keiner ist, sondern... Echt jetzt? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Nee. Andere Menschen haben einen ganz normalen Keller. Nein, die Leute haben irgendwie einen aufgerissenen Kellerschacht. So. Sie kann nicht in den dreckigen Sachen bleiben. Sehr gut. Ich hab doch jetzt nur saubere Kleidung. Ich geh mal hoch. Haha. Oh, Badewasser wurde schon eingelassen, sehr schön. Muss ich noch irgendwas einsammeln? Das verlängert natürlich die Spielzeit wieder enorm, wenn wir jetzt die ganzen DLC-Inhalte durchdaddeln. Aber warum nicht? Es ist Spooktober. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Hättet ihr sie doch einfach sterben lassen. Mein Gott. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Shane. Kommen wir hier durch? Daddy? Ist der Strom ausgefallen? Hat er einen Blitz eingeschlagen? Ja, ja. Der Blitz war's. Das stimmt. Wo ist das kleine Mädchen hin? Was war das? Lucas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Bestimmt. Drehen mal auf den Rücken. Was zum Teufel ist hier los? Das hat sie bestimmt die coole Leuchte, mit der sie immer durch die Gegend gezogen ist. Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Schau ihre Gabe an. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gegeben hat. Mama! Oh Gott! Küss mich, Liebster! Was zum Teufel? Geh zu Garage! Hol dein Seil! Jetzt, los! Alter! Nicht so was, dass ich später bereue. Ach Gott, ey. Mama, was ist denn hier los? Hol ein Seil aus der Garage. Das wird helfen. Kannst du den Papa auch gleich mit festmachen. Sie lässt sich auch nicht lumpen und läuft die ganze Zeit normal. Man kann hier nicht sprinten in dem Game. Ich überlege, wenn das bei meinen Eltern passiert wäre.
Auf! Sorge, es ist viel schlimmer als es ist. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Furcht. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Ja, ich muss ihr zeigen, wie lieb ich bin. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Mission erteilen. Daddy! Hör auf! Bitte! What the fuck, wie krank ist das? Sie wartet auf dich? Alter. Danny, stopp! Warum tust du das? Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Ich hab doch ein Seil gebracht. Was denn? Warum? Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Lektion. Achso, wir sollen wegrennen. Daddy! Was ist denn nicht gefahren? Warum sagt mir das keiner? Geh weg! Großartig. Ich hätte solch ein Verhalten von Lucas erwartet, aber nicht von dir. Ja, super. Ich dachte, ich kann auf dem Dachboden flüchten, aber irgendwie. Komm an ihm vorbei. Schnell weg. Wo ist die gestörte Mutter? Mit dem Unsinn auch so. Die rennt natürlich unten rum. Das ist ja super. Ach, da komme ich gar nicht hin. Oh ja. Super. Grüß dich, Christian. Schatz, ich weiß, wo du bist. Komm jetzt raus. Achso, kann ja nicht verwendet werden, weil Dietrich passt nicht in ihr Schloss. Ist klar. Was soll ich denn hier machen? Vor Jack fliehen, ja, wohin denn? Du bist nicht schlau genug, dich vor mir zu verstecken. Fliehen wohin? Treppe ist nicht machbar und. Der Knödel Jack, ne? Was fällt dir ein, Sohn? Du gehst durch. Digga. Ich höre ihn nicht. Was ist er denn? Oh. Bist du das, Zoe? Er wird jetzt hier reinkommen, ne? Zoe. Zoe. Ha. Jetzt wie schön. Da bist du. Nein, ich will nicht schon wieder scheitern. Warum? Nein, warum nur? Nein, nein, nein. Warum? Oh, ich kann mich losreißen. Was ist denn los? Willst du dich mit deiner neuen Schwester spielen? Warum nur?
das ist doch zum Kotzen. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Daddy, was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage. Geh weg! Wir müssen nur ganz schnell, wenn ihr hier langläuft, haben wir immer den scheiß Tisch zwischen ihm und uns. Ich hätte solch ein Verhalten von Lucas erwartet, aber nicht von dir. Soll ich dann mit der Gabel jetzt anfangen, frage ich mich. Oh, warte mal, kann man da auf dem... Ach nee, kann man nicht auf dem Dachboden. Mein Gott, aber es ist immer interessant, die Vorgeschichte zu spielen. Bist du das, Zoe? Nein, bin ich nicht. Zoe. Zoe. Gott, der ist hier wieder da. Hör jetzt auf, mich und deine Mutter hinzuhalten. Oh Gott. Oh Gott. Ja, am besten mit der Gabel in die Steckdose. Ich wette, wir müssen hier raus. Haha. Wusste es doch. Schnell weg. Ach du Kacke! Kann ich dir helfen? Natürlich nicht. Ich hab's versucht. Ich hab alles menschenmöglich versucht. Ich verpiss mich. Ich muss hier raus. Oh ja. Unsere Motten... Oh, Mutti. Vor allem, warum sollte ich ein Feuerzeug anmachen, ganz ehrlich? Familie geht vor, wie ich immer sage. Muss ja nur durch die Tür raus. Oh, das war nicht die Tür. Gut zu wissen, dass die Tür auf der anderen Seite ist. Ich dachte, hier wäre die Ausgangstür. Ich mach keine Speicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte lass sie nicht durch diese Tür gehen. Warum? Warum denn hier? Wie hat sie mich denn gesehen? Und warum kriege ich immer eine geklatscht? Das gibt's doch gar nicht. Hilf mir mal hier! Jack! Oh Mann! Ach nein. Oh, ich kotze im Strahl. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Warum nur? Fange ich immer wieder von ganz vorne an? Nee, Gott sei Dank. Ich muss hier raus. Da hinten ist die Ausgangstür. Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Sie guckt wirklich da rein. Die behämmerte Alte. Komm raus und triff sie, Zoe. Die andere Treppe hoch. Familie geht vor, wie ich immer sage. Oh
Die Kontamination ist echt schnell, ne? Sofort infiziert. Ich mag keine Schleicher. Ja, das hat sie vorhin auch gesagt, bevor sie mich gegrapscht hat. Zoe, du machst mich noch wütend. Ist die krank, die Alter. Jetzt geh doch mal woanders hin. 5 Euro, dass ich wieder nicht durch die Tür marschieren kann. Jetzt kommst du bestimmt auf meiner Seite auch getappelt. Ach, das hat's gehört. Erzähl mal. Ja, wie schnell kann man eine Tür vernageln? Sorry. Nein, nein. Tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Mama. Geh bloß weg. Fass sie nicht an. Tu meiner Familie nichts. Ich verstehe nicht, Mama. Was ist los? Her! Nimm ihn! Nimm ihn! Oh. Ist das die Tür, durch die ich sollte? Ich geh Hilfe holen. Jojo. Das ist nicht die Tür. Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich aus der anderen Tür raus. Aber es gibt ja noch eine Eingangstür vorne, die kleine, ne? Warum passiert das? Ich hab dich gefunden. Schluss mit dem Herumrennen. Halt die Klappe. Wie schön, da bist du. Oh Gott. Schnell weg. Oh, du hast dich da immer gerne versteckt. Das ist der Schlüssel für den Bentley. Nein, sei still, du bist nicht echt. Ha, würde Sinn machen. Ich brauche kein verdammtes Feuerzeug. Ich weiß ja in- und auswendig, wo es hier lang geht. Daddy. Warte mal, jetzt kann ich doch die Flasche nehmen, oder? Habe ich eigentlich eine Waffe? Zoe! Oh, du bereitest deiner Mutter Sorgen. Nein, kann ich nicht. Das habe ich gehört. Zoe, ich habe nach dir gesucht. Oh Gott, er ist hinter mir, oder? Oh nein. Warum ist dieses Warum kann man nicht eine normale Tür einsetzen? Geh auf, du Scheißteil! Nee! Ah, steig in das Auto! Fahr los, ich bitte dich! Komm schon! Oh. Was? Verreck und verlässt uns? Willst du deine kleine Schwester treffen? Jetzt bist du einfach unhöflich! Nein! 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 Unhöflich! Super. Dies ist eine Möglichkeit, wie Zoes Kampf hätte ausgehen können. Aber selbst als einziger abweichender Schritt. Selbst ein einziger abweichender Schritt kann manchmal alles verändern. Sie konnten Zoe nicht zum wahren Pfad führen. Was? Ja, was ist denn der wahre Pfad?